Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Im letzten Part haben wir die Quest-Reparaturarbeiten angenommen und sind da so ein bisschen am Farmen dran. Wir haben jetzt im letzten Part noch ein Energieröhrchen bekommen. Jetzt hoffe ich, dass es mit dem zweiten halbwegs zügig geht. Und dieses Kometit kriegen wir eh nach und nach parallel zu. Da müssen wir jetzt nicht uns direkt dahinter setzen. So ein paar kleine Sidequests nebenher machen. So. Und ich habe auch nochmal genau nachgeguckt. Also das ist einfach normaler Loot von denen. Kann man die ganz normal... Muss man sich einfach nur angreifen und fertig. So. Muss aber meine Fähigkeiten ein bisschen besser hinlegen. So. Klassen. Ne, nicht Klassen. Techniken. So, wir haben nämlich ein paar neue Techniken freigeschaltet. Aber ich möchte jetzt, da kommt der hin. Da kommt die Konterklinge hin. Da kommt die Tornado-Klinge erstmal hin. So, was haben wir hier sonst noch? Die Glutgranate. Angriffshaltung. Will ich eigentlich gar nicht wirklich. Habe ich sonst noch hier für Möglichkeiten? Stoßsalve, die Brandgranate. Nein, die kann ich jetzt so lassen. Und hier, was ich mache, ist, dass ich die mit dem Wuchthammer tausche. So. Dann können wir die Konterklinge komplett aufstufen aufs Maximum. Die hier können wir upgraden. Nee, das reicht nicht. Aber hier können wir noch den Magnumspalter etwas erhöhen. So, den Schattenstreich. Den Klingenstrom. Berlin. Machen wir den Nachschlag hoch. Und das Funkenfest. Mehr reicht nicht. So, ja. Und die Talente. Naja, genau. Die haben sich jetzt nämlich zurückgesetzt. Demontage. Und Nahkampfstärke. So. So. Und da gerade noch gar nichts. Okay. Gut. So, jetzt sind wir hier ein bisschen anders mal aufgestellt. So. Ich verzichte im großen Teil immer auf die SP-Fähigkeiten. Weil die SP kann man auch andersweitig nutzen. So. Ah. Das
Das war eine Belohnung für den Prone. So. Dann wieder hoch. Und schauen mal, ob wir jetzt mehr Glück haben. Also langsam kriege ich hier ein bisschen einen Trick raus, wie man da besser hochkommt. Habe ich das Gefühl. Skillwaffe, Punktzählwerk, alte Kurbel. Röhrchen. Perfekt. So, damit hätten wir das. Dann das andere Zeug kriegen wir automatisch. Dann können wir jetzt gerade mal kurz in den Verwaltungsbezirk zurück. Zur Arsenalallee. Und können uns die das Meranium, meine ich. So, Sponsoring. So. Alles rein. Dann haben wir sogar bald die hier im erhöhten. So. Das hier können wir schon mal abgeben. Damit kann man auch sich so ein bisschen alles halt vereinfachen. So. Zack. Dann. Sich hier vorne ist eine normale Quest von Karl. Dann machen wir die doch gerade mal so nebenher, während wir warten, bis wir genügend Kommentit haben. Hey, die haben jetzt befohlen, diese Höhle im Norden zu überprüfen. Und ich habe da sowas von absolut keinen Bock drauf. Du bist auch ein Blade, richtig? Dich nerven sie doch garantiert auch ständig mit irgendwelchen völlig überflüssigen Missionen, oder? Eigentlich ist jede Mission wichtig. Wir müssen jetzt aktuell schon ein bisschen drauf achten. Puh, du bist immer so ernst. Wird dir das nicht manchmal zu viel? Mach dich mal locker, meine Fresse. Oder halt wenigstens mal 5 Minuten deine Streberfüße still und hör mir zu, wie ich über die Arbeit jammere. In Ordnung? Also, ich soll da diese Höhle auskundschaften, und zwar weil sich da seit neuestem ein paar nervige kleine Monsterchen eingenistet haben. Ganz toll, was? Und die meinen jetzt, es sei gefährlich, diese Monster am Leben zu lassen. Oder anders gesagt, ich soll im Ernst da rein und den Schächter spielen. Das ist wieder so typisch. Warum wälzt Trevor die undankbare Drecksarbeit immer auf mich ab? Naja, und jetzt stehe ich hier und hoffe, dass jemand vorbeikommt, der Spaß an widerlichen Missionen wie diese hier haben könnte. Hey, ich seh's dir an. Gib's zu, du brennst darauf, den Job zu übernehmen, nicht wahr? So, und wir sollen in der Höhle in der Nähe Kreaturen bekämpfen. Ja, nehmen wir an, machen ein Navigationsziel draus. Ernsthaft, du machst das wirklich für mich? Verdammt, ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Hätte ich schon viel früher machen sollen.
Na dann mach dich mal auf und wirf einen Blick in die Höhle. Geh einfach durch das Westtor raus und dann ein Stück nach Norden. So. Dann wollen wir gar keine Zeit verlieren. Und zur Westtorsteppe. So. Diese Mission hier hat auch zwei Wege. Und zwar, da sieht man es jetzt gleich, wenn ich bei der Höhle angekommen bin. So, hier ist die Höhle. Yo, Karl, an Außenteam. Außenteam, bitte kommen. Hey, wie läuft's? Monster schon gefunden? Was? Das sind Babymonster in der Höhle? Verdammt, aber wir bringen doch jetzt nicht im Ernst die süßen kleinen Schweinchen um, oder? Ich meine, schon klar, es sind Monsterschweinchen, aber... Okay, vielleicht ist das auch einfach das Schicksal von uns Interzeptoren. Wir sorgen für die Sicherheit der Menschheit, koste es, was es wolle. Tja, schwere Entscheidung. Aber da du diejenige bist, die später damit leben muss, überlasse ich das einfach halber dir. Ende. So. Und zwar haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir, wie man ja auch hier sehen, wir besiegen die Babysuiden. Oder wir sprechen mit Karl. Im Endeffekt, wenn wir jetzt die Mission abschließen, haben wir sie jetzt abgeschlossen. Wenn wir zu Karl gehen, schließen wir sie auch ab und haben später nochmal eine Mission, die ähnlich ist. Da Karl aber bei der anderen Mission stirbt, machen wir, bekämpfen wir jetzt die Babysuiden, bevor sie groß werden. Weil sie werden definitiv ein Problem werden. Und jetzt haben wir noch einen dicken Suid, den wir bekämpfen dürfen. So. Und jetzt dürfen wir wieder mit Karl sprechen. Also wieder zurück in den Verwaltungsbezirk. Und das klang jetzt, glaube ich, lauter als gewollt. So. Hey, da bist du ja wieder. Na, hast du dich ordentlich ausgetobt? Was? Du hast die Schweinchen echt abgemurkst? Und dann kam das Muttertier und du hast auch sie erledigt? Ach, Eltern zu töten, die ihre Kinder beschützen wollen, ist einfach verdammt. Das ist echt harter Tobak, Schwester. Das war bestimmt eine glückliche Familie, bevor wir gekommen sind. Mit Feiertagsessen und einer Wand, mit vielen Fotos im Wohnzimmer. Aber dann kommen wir hier an und veranstalten ein sinnloses Massaker. Gerade wie es uns in den Kram passt. Das ist doch krank.
Ja gut, es ist zwar nicht, also es ist halt, ja, es ist schwierig. Aber erstmal müssen wir überleben. Okay, wenn du mich fragst, ist das eine krasse Einstellung. Aber ich leg mich sicher nicht mehr mit dir an, wenn du so drauf bist. Dennoch war letztendlich ich es, der dich losgeschickt hat. Also liegt es auch an mir, dich dafür zu bezahlen. Ja. Ich glaube, ich brauche ein Weilchen, bevor ich die ganze Geschichte hier verdaut habe. So. Wieder ein Segment erforscht. So, was machen wir jetzt denn noch? Ist hier was Neues dabei? Nicht wirklich. Da haben wir noch irgendwelche Quests, die interessante Ausrüstung bringt. Hier gibt's Shorts. Ora-Knochen. EP2, das ist natürlich praktisch. Aber ja. Sonst schauen wir mal währenddessen, wir hier an sich warten, mal nach Noctilum. Weil da müsste es auch eine Quest geben. Wenn ich es richtig im Kopf habe. So. Missionen. Normale Missionen. Ja, hier gibt es eine Quest. Ja gut, die sehen wir jetzt hier auch schon. Wollen wir da mal darüber? Das können wir noch kurz holen. So. Gigio. Ah, ein Mensch. So ein Glück. Ich hatte schon gedacht, mein Glück hätte mich endgültig verlassen. Aber dann kommt eine Blade vorbei. Und das hier in dieser Wildnis. Ich bräuchte hier dringend Hilfe. Es geht um eine Outfitter-Mission. Wie sieht's aus? Erloben wir mal. Hey, ich bin ein Blade. Das ist mein Job. Wir sind für Sakuraba Industries hier draußen. Wir sollten eine neue Scale-Waffe an den einheimischen Kreaturen in der Gegend testen. Alles lief wunderbar, bis uns plötzlich diese verrückte Mephite angegriffen hat. Die Kollegen, die ohne Scale unterwegs waren, hat sie mit einem einzigen Schlag zerfetzt. Mein Scale wurde komplett ruiniert, aber wenigstens bin ich mit dem Leben davon gekommen. Das Problem ist nur, dass die ganzen Daten von den Waffentests noch innen drin stecken. Und der Auftrag kam direkt von Isobe, dem Chefmechaniker von Sakuraba. Wenn ich den hängen lasse, komme ich hier rüber wie der letzte Amateur. Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Was sagst du? Holst du mir meine Testdaten aus dem Skell, den ich im Amarillsee zurückgelassen habe? Ich gebe dir dafür den kompletten Lohn, der mir Sakuraba versprochen hat. Ja, so wichtig ist mir das. So. Dann nehmen wir die Mission an. Navigationsziel. Danke, viel Glück. Ich suche mir jetzt eine Höhle, in die ich mich verkriechen kann, bevor was Großes und Hässliches auftaucht und mich auffrisst. Okay. Dann versuchen wir an diese Daten zu kommen. Ich versuche jetzt erst mal weiterzukommen, aber der Weg.
So. Okay, wir haben jetzt aktuell Glück, dass wir keine zu starken Gegner haben. So. Rang, neue Technik. Also, was haben wir für eine neue Technik? Lockschuss. Bewirkt Wut. Nee. Obwohl es jetzt guten Ersatz eigentlich für die Waste-Glut nutzen könnten. Mute ich jetzt mal. So, da haben wir den Knotenpunkt. Den holen wir uns schnell. So. Und klettern hier oben drüber. So. Hier haben wir außerdem einen Tyrant, den wir vom Level her schaffen müssten. So. Der Kampf war jetzt auch nicht wirklich Rede wert. So. Jetzt muss an dem Tyrant, an Oscar, versuchen. Komm. Versuchen wir uns an Oscar. Wenn man schon gemerkt hat, wenn die Sachen aufblinken, dann können wir uns damit ein bisschen heilen. Das habe ich auch nicht so schnell erfahren. Und das ist ein bisschen hart gewesen. Okay, guck mal, ob wir wegkommen. Der Angriff war ein bisschen sehr stark. Was hat das mit den Tricks? Okay, lassen wir die Zauberfit auch mal in Ruhe.
dann... Das können wir... Schatz können wir uns holen. So, das war sogar das Segment hier. Und wir haben ein schickes Nasenhäschen erhalten. Doch, Hasenhäschen. Fast schon. So. Hier sind Krokodile. Aber ich glaube, wir können uns hier dran rumschleichen. Ja, ich weiß, das, der Skelett ist hier in der Nähe, aber wenn möglich, möchte ich hier schon den das hier holen. Ja, ich meine, kann sie an denen gut vorbeischleichen. So. So. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was geholt. Ein bisschen mehr auch erforscht. So. Ah, und hier ist der tobende Timios. Den haben wir jetzt ordentlich zerlegt. Die Saltats finde ich sehr witzig. Hier haben wir die Skelettrümmer. So, und jetzt können wir zu Igio zurück. Und ich habe auch gesehen, wir haben das bekommen, was wir gebraucht haben. So. Das war ja. Aber wir lassen uns einfach mal hier in Ruhe. Wir müssen jetzt irgendwie zu Gigio. Du müsst wahrscheinlich hier irgendwo sein. Sieht mir danach aus, dass ich hier drin ist. So. I'll do my best.
so. Und hier müsste Guido stehen. Ja. Und es scheint angegriffen zu werden. So. Satans Braten, mich füße. Okay. So. So. Schon jetzt weggerannt zu sein. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir das noch holen können. Weil wir eh gerade schon hier sind. Ja, Mechanik 2. So. Ein bisschen Credits. So, steht er hier unten. Thank you. Danke, du hast mich buchstäblich in letzter Sekunde gerettet. Und das sage ich nicht nur, weil ich das Wort buchstäblich so mag. Was für ein bescheuerter Planet ist das, wo man sich nicht mal in einer schönen dunklen Höhle verstecken kann? So ein Mist. Wie dem auch sei, hast du es geschafft, die Daten zu finden? Bitte sag mir, dass sie noch intakt sind. Und die Waffentestdaten. Da sind sie. Das sind die Daten, die ich brauche. Der Scale-Totalschaden ist zwar kein Grund zum Feiern, aber die Rettung dieser Daten ist mehr als nur ein kleiner Trost. Mehr als nur ein kleines Trostpflaster. Vielen Dank. Er schafft das dann auch alleine wieder zurück. Ich komme schon klar. Von hier aus ist es nicht weit bis zum Waldrand und in Primordia kenne ich mich aus, also kein Grund zur Sorge. Kommen wir zu deiner Belohnung. So. Nicht übel, was? Isobe setzt wahrscheinlich große Erwartungen in diese Ergebnisse. Ich hoffe, ich habe alles getestet, was er brauchte. Mein Team hat einen hohen Preis für diese Daten gezahlt, aber wenigstens kehre ich jetzt nicht mit leeren Händen zurück. Und das habe ich nur dir zu verdanken. So. Wieder ein Segment erforscht. Und wir springen direkt auf die Reparaturarbeiten. Da können wir nämlich direkt weitermachen. Nämlich, wir müssen jetzt einfach wieder zurück zu Bart. So. Und außerdem hätte ich jetzt nicht diese DLCs sozusagen runtergeladen. Dann würden die Ladezeiten hier deutlich länger dauern. Das ist dann nicht wirklich angenehm. So. Dann sind wir dann gleich bei Bart oben. Und dann können wir können wir gucken, ob wir nochmal eine von den Quests machen. Je nachdem, wie lang der Part jetzt schon ist. Ich glaube, da wird es mit der nächsten nicht so ganz klappen. Da haben wir jetzt schon zwei Parts für eine Quest gebraucht. Aber halt auch, weil hier einiges an Farming dabei gewesen war. Außerdem habe ich mich gerade erinnert, es gibt noch eine Sache, die recht cool sogar ist. Die kann ich hier oben auch eigentlich auch zeigen. Nämlich, wenn wir die R-Taste gedrückt halten, wo man auch den Kugelflitz aktivieren kann. Sieht man hier auch. Geht hier bis zu Bart. Man hat hier auch die Vogelperspektive.
Die ist recht cool. Ich meine, kann sich hier jetzt auch ein bisschen genauer umgucken. Kann dann auch eventuell manche Sachen erkennen. Aber kann leider nicht nach oben gucken. Das ist nämlich auch ganz cool. So. Aber dann jetzt mit Bart. You really got them all? Wow. I guess everything I heard about you guys is true. These will mean a nice boost in our manufacturing quality, right? Absolutely. Now we'll never have to hunt for old parts again. So, da haben wir einmal das Kometit, die Energieröhrchen und das die Deflektorfeld R. Another day, another step. Slowly but surely, we're building a sustainable future for ourselves on this planet. And it's all thanks to the dedication of people like you, Lynn. With the support of some very patient indigenous peoples, of course. Dance of too hungry to dance. All right. Now it's time to build a sustainable future for Tatsu's stomach. Woo-hoo-hoo! Lily put spring into Tatsu's step. Dance of sustainable joy. So, und somit haben wir die zweite Harmonie-Mission abgeschlossen und die Gatling-Technik funkenfest erlernt. So. Dann. Ab in den Verwaltungsbezirk. So. Sieht eigentlich mit dem Blade-Level aus. Okay, da haben wir alten Level ab. Da ist nichts Neues dabei. Okay, dann können wir theoretisch die hier machen. Da dürfen wir nur drei Teammitglieder haben. Das heißt, wir werfen einen Duck wieder raus. Und nehmen die Mission hier an. Ein neuer Rivale. Hello? Yes, could you not? You there, the one about to take that mission? I'm speaking to you. Okay, was möchte er denn? Oh good, you're a sensible son. I promise, this will only take a moment of your time. Now, where was I? Ah yes, the mission you were about to take. I analyzed it based on criteria ranging from Pathfinder experience, build, intelligence. Yes, well, in aggregate, the data clearly indicates that the more qualified candidate is me, Hector Birtwistle. I invite you to set pride aside and allow me to handle this, for humanity's sake. Ja, was meinst du denn damit? It's quite simple, really, because I'm more skilled than you. I can offer a total guarantee of success, whereas you, well, cannot. Here, this other mission should be right up your alley. I believe that picking two samples of Zezian Flea Ward should be well within your abilities. Is something amiss? You seem dissatisfied. Trash. You now insist on comparing yourself to me. The solution is clear. We'll both complete the three missions I just accepted. Only one of us can finish first. This will provide the loser, by which I mean you,
ample chance to understand the gap separating us. So, wir dürfen uns mit ihm messen. Dann wollen wir das doch mal machen. So, und jetzt kriegen wir die, kriegen wir drei Standardmissionen von ihm. So, die zweite. Ein kleiner Vegetationsziel. Und Miranium, das sollten wir auch demnächst kriegen. Whenever you eventually complete those missions, come find me here. I'll be waiting. So, also, die Datensonde haben wir schon installiert. Dann haben wir das Miranium haben wir auch schon. Das heißt, wir müssen zu Taller. Das Ziel draus. Der ist hier vorne. Ja. Da sind die Blätter bereitwillig meinen Aufruf nachgekommen ist. Im Moment benötige ich 900 Einheiten Miranium. Und wir haben die dabei. Darf das Miranium. Und ja, damit haben wir die Stadt unterstützt. Kriegen auch als Belohnung dafür ordentlich Geld. Und das Rest Miranium kann ich hier reinstecken. So. Zack. So, da haben wir auch schwere Ausrüstung. Scape-Pilotenausrüstung. Level sind wir aber noch Level 14. So, die Forschung müssen wir eigentlich nur abwarten, weil die bekommen wir eh automatisch abgeschlossen. Dann können wir jetzt eigentlich noch ein bisschen uns umgucken. Hier. Ob wir hier noch irgendwelche Sachen öffnen können. Ja, wir haben jetzt hier doch bei der Mechanik ein paar Level auch geholt. So. Gleich für die Insel. Ah, wir haben jetzt Tauchsachen bekommen. Schön. Also wir haben jetzt Badebekleidung. Sonde. Und nicht Credits. Ah, wir sind schon Level 15. Also wir können uns eigentlich nicht mehr viel was kaufen. Na, schauen wir uns hier noch um, ob wir noch andere Sachen öffnen können. Ja. Weil jetzt müssen wir eh nur drauf warten, dass wir unsere nächste Geldlieferung bekommen. Weil wir genügend durch das Frontier Nav einnehmen. So. Hier im Süden ist jetzt auch nichts zum Öffnen. Okay. Meine Wii U geht hier gerade etwas ab. Nochmal ein Reisepunkt. Okay. Gibt es jetzt nichts direkt noch zum Öffnen? Einfach so ein Skell rum. So.
Mal schauen, ob hier beim Hangar was ist. So. Ja. Das passiert auch zwischendurch mal. Wenn man eine Weile spielt, kommt es manchmal vor, dass die Verbindung halt auf einmal weg ist. Ist jetzt passiert sogar relativ häufig. Also nach einer gewissen Zeit fliegt man eigentlich immer raus. So, hier ist aber nichts zum Öffnen. Keine gelben Quadrate für uns. Ich würde gerne noch die Quest abschließen, weil ich glaube, ich habe noch eine, die ich machen könnte. Die können wir im nächsten Part machen und dann mit der nächsten Hauptmission eventuell am Anfang. Mal schauen. Aber hier sind auch nirgends Sachen, die ich öffnen kann. Aber hier ist ein Segment in Oblivia. Das ist auch mal ganz praktisch, dadurch kriegt man ein bisschen mehr Infos. So. Ich hätte gerne dann. Okay, ein Segment in Kaldros. Schön. Es wäre vielleicht noch ganz nett, wenn wir mal noch die Missionen abschließen könnten. Ich brauche nur Geld. Primordia. Ah, ein Tyrant. Dann, wenn der nicht allzu schwer ist, würde ich sonst einen Tyrant machen. Gucken wir mal, was das für ein Tyrant ist. Hier drüben, da können wir vielleicht mit Mechanik was noch holen. Ja. Eine Fördersonde. So, und der Tyrant müsste hier in der Nähe sein. Ein Leviathan. Dass es nicht diese Schwebenden sind. Okay, falls er da oben drauf ist, können wir den sogar gar nicht machen, da wir nur nicht hinkommen.
springe jetzt gerade mal hier runter. Hier vielleicht ein Teil, was noch ist. Das wird natürlich auch hier unten rein theoretisch sein. Sieht aber nicht danach aus. Du warst doch nicht da. Wir sind auch zu weit weg. So. Wo man übrigens Industriegebiet, was da gibt. Und wenn jetzt nicht gleich die Geldlieferung kommt, dann warte ich auf die im nächsten Part. Weil, ja. Ist ein bisschen doof. Hey. Also Punkt ist deiner hier. So. Talk about cute. So. Hier ist so ein Testhangar. Ja, hier ist jetzt nicht wirklich was drin. Den braucht man aber zwischendurch mal. Der ist halt für Scale-Forschung. Aber hier ist auch nichts. Sorry? So. Kommt es noch da in die Ecke? Schnorchel. Mal gut, Credits. Collecticon. Wir haben hier in Primordia was noch gefunden. Ja, hier ein Relikt. Noctilum haben wir ein paar Sachen auf jeden Fall bekommen. Glücksfeld. Glücksfeld. Und hier noch ein paar Sachen. Und haben wir nichts mehr, genau. So. Und nun. Warten wir drauf, dass es sich endlich mal Whiskey bekommt. Sonst gehe ich hier mal raus und gucke mal, ob ich noch einen ja, was platzieren kann. Ein Knotenpunkt oder so. Also Reisepunkt gefunden. Auch ganz gut. Zur Steppe. Ah,
gucken, ob ich da hinkomme zum Knotenpunkt. Darüber komme ich, glaube ich, nicht. Wir können es mal probieren. Ah, doch. Das war wahrscheinlich Archäologie. Genau. Da drüben ist der Knotenpunkt. Der ist unten. Kann ich nicht runterspringen. Immer mehr von der Karte aufdecken. Knotenpunkt 107. Und da haben wir es bekommen. Und wieder gut Miranium gesammelt. Und Verwaltungsbezirk. Punkt. So. Wo ist HP? Da ist HP. Finally back, are you? I fully understand that you aren't finished yet, but something's taken precedence. However, I'll be good enough to offer an extension on our little contest in the meantime. Also wir sind schon fertig. Yes, I realize you... what? Done? As in completed? Well, naturally, I completed them as well, so... I suppose it's not impossible? Still, this is something of a shock. It seems my initial assessment of you may have been lacking. Perhaps it would be best to brief you on this mission. One of our citizens was cornered by hostile indigents in a cavern and attacked. He is a scientist of most considerable repute. New LA cannot afford to lose his talents. Do you understand? Even a moment's delay on our part could risk the future of human technology. Do you feel capable of assisting me in this operation? I'm certain someone of your proficiency will only hold me back a little. Wir helfen ihm. Excellent. Let us set out immediately. I'm taking a risk on you, you know. I hope you will not disappoint. So, dann nehmen wir HP ins Team auf. Und ich vergaß, dass es hier noch weitergeht. In dem Fall schieben wir die Questen doch auf den nächsten Part weiter, weil sonst wird es hier zu lange. Und dann bedanke ich mich bis hierhin fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.